GOE. Seit ungezählten Generationen hatten sie den Planeten beherrscht. Aus einer kleinen, begrenzten Population entstanden, hatten sie sich allmählich, erst langsam, doch mit stetig zunehmender Geschwindigkeit über Kontinente und Ozeane ausgebreitet und alle, bis auf die feindlichsten Lebensräume, für sich nutzbar gemacht. Rücksichtslos und blind für die Folgen ihrer Lebensweise hatten sie im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr der ihnen zur Verfügung stehenden Rohstoffe erschlossen und verbraucht, ohne sich der Auswirkungen für den Planeten und ihr eigenes Überleben bewusst zu sein. Und allzu lange war dies folgenlos geblieben. Neue, effizientere Wege der Energiegewinnung schienen ihre Erfolgsgeschichte nur zu beschleunigen, doch brachten sie sie in Wirklichkeit nur umso schneller an die Schwelle des Untergangs. Das unsichtbare Gas, welches sie ungehemmt in die Atmosphäre ihrer Welt entließen, hatte lange Zeit keine Auswirkungen auf ihre Umwelt, wurde es doch durch natürliche Vorgänge gebunden oder abgebaut. Doch irgendwann kippte das scheinbar in unerschütterlichem Gleichgewicht stehende System und verlor die Balance. Sobald der Planet nicht mehr in der Lage war, die gigantischen Mengen des über den gesamten Globus schwebenden Toxins zu absorbieren, stieg dessen Konzentration mit ungeahnter Schnelligkeit an. Die Auswirkungen waren verheerend. Ein Klimawandel setzte ein und fegte ganze Populationen, die sich nicht schnell genug anpassen konnten, einfach hinweg. Und als die Gaskonzentration in der Luft die Schwelle zur Toxizität überschritt, setzte ein Massensterben nie gekannten Ausmaßes ein. Chemische Prozesse kennen keine Verantwortlichkeiten. Einzig den unerbittlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung, von Zufall und Notwendigkeit unterworfen, starben Schuldige und Unschuldige gleichermaßen. Und Tod und Vernichtung herrschten, bis ein Großteil alles Lebendigen auf dem Planeten ausgelöscht war. Aber das Leben war zäh, und das Desaster eröffnete neue Räume, in denen die Wirkmechanismen der Evolution ihren scheinbaren Wettstreit um die entstandenen ökologischen Nischen entfalteten. Dennoch verstrichen Äonen, in denen Meere entstanden und wieder austrockneten, Gebirge sich auftürmten und wieder verwitterten, ganze Kontinente zerrissen und sich neu formierten, bis eine Spezies sich auf dem Planeten entwickelte, fähig, die wenigen verbliebenen Spuren des Ereignisses zu erkennen und zu deuten. Es waren Wesen gänzlich unähnlich jenen, die das Unheil ausgelöst hatten, doch immer noch trugen sie die Erinnerung an ihre Altvorderen in ihren Erbanlagen. Über die unermessliche Spanne von Jahren hinweg gelang es ihnen zu verstehen, wie knapp das Leben auf dem Planeten der völligen Austilgung entgangen war. Sie nannten es GOE, Great Oxygenation Event, die große Sauerstoffkatastrophe.